Es ist schon sehr verblüffend, was für eine Aufregung vorab um Miller's Girl gemacht wurde. Am Ende des Trailers gab es ja sogar eine Warnung, zumindest in den englischen Originaltrailern. Es gab vorab viele Diskussionen um einen Kuss im Trailer. Jetzt kommt der Film bei uns in die Kinos und nachdem ich ihn gesehen habe, bin ich mir nicht sicher, wie viel kalkuliertes Marketing vielleicht auch genau dahinter steckt. Es ist ein Drama, vielleicht sogar auch ein Hauch-Erotik-Thriller, aber jetzt auch irgendwie nicht so richtig. Jenna Ortega ist mit dabei und sie küsst Martin Freeman. Es gibt ein bisschen was zu sagen zu Miller's Girl und das mache ich, ach genau, jetzt. Willkommen in der Filmfabrik. Wie heißen Sie? Cairo Sweet. Ich bin Mr. Miller. Ich nehme an, Sie haben diese Liste bereits bekommen. Ich habe sie schon alle gelesen. Aber da stehen 12 Bücher auf der Liste. Ich hab's drauf. Woher kommt die Aufregung um diesen Film? Fangen wir doch einfach mal mit dem Trailer an. Da sehen wir schon, Jenna Ortega spielt so eine super schlaue, sehr belesene Schülerin. Und irgendwas scheint da an Chemie zu sein zwischen ihr und ihrem Lehrer. Was ist das, Erwachsensein? Ich bin 18. Und sitze fest in der Einöde von Tennessee. Und ja, der Trailer ist atmosphärisch schon sehr, sagen wir mal, dicht. Da kommt schon ein bisschen was von diesem Knistern und von den Vibes rüber. Die gute Nachricht, das kann der Film auch halten. Also die erste halbe Stunde ist wirklich, ich möchte fast sagen, sexuell extrem aufgeladen, aber eben nur so auf so einer spürbaren Ebene. Also da passiert nichts, was man irgendwie sieht oder sonst was. Gut, es wird immer mal wieder anderswo in diesem Film auch so ein bisschen juicy und ein bisschen dirty, aber das geht schon voll klar. Ich finde auch, dass da wirklich eine gute Art ist, mit mehr oder weniger unterschwelliger Sexualität zu arbeiten, also rein auf dieser atmosphärischen Ebene. So, jetzt kommen sich da halt die Schülerin und der Lehrer näher. Im Sinne von, da besteht eine Anziehung, da besteht eine Faszination füreinander. Und darauf baut der Film dann seine Story auf. Es geht um Machtkonstellationen, es geht um Grenzüberschreitungen, das Thema Cancel Culture wird auch noch mit reingerührt. Und vor allem geht es eben um Glaubwürdigkeit, beziehungsweise wem kann man glauben. Denn die junge Cairo, gespielt von Jenna Ortega, ist in so einer Phase ihres Lebens, naja, wo sie so eine sexuelle Selbstbestimmung für sich findet, in einem Alter, in dem sie sich sehr viele Gedanken macht. Wer ist es? Wie? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und was ist eigentlich dieses verdammte Erwachsenwerden? Haben Sie keine Angst, allein durch den Wald zu laufen? Ich bin das Gefährlichste da drin. Und sie macht das eben mit einer ziemlichen Wucht, also Jenna Ortega, dass sie da eine der ganz prägenden jungen Schauspielerinnen in Hollywood ist. Das ist absolut überhaupt kein Geheimnis. Wenn ich jetzt aber auch mal plump machen darf für diesen Film, sie spielt hier wirklich einfach so eine berechnende Lolita und das macht sie eben wirklich, wirklich gut. Ihr gegenüber steht Martin Freeman, so als hyperspießiger Lehrer auf den ersten Blick, der aber privat dann doch auch so ein bisschen anders tickt. So habe ich Martin Freeman jetzt auch noch nicht gesehen und auch allein das fand ich erstmal spannend und diese Figurenkonstellation, dass die sich so gegenüberstehen. Die gesamte Konstellation, ich habe es schon gesagt, hat also erstmal was Brisantes, was Reizvolles und das überträgt sich auch auf das, was man dann da auf der Leinwand sieht. Nur kommt irgendwann eben das ganze Ding an so einen Punkt, wegen dem auch in den USA eben diese Warnung ausgesprochen werden musste. Es ist kein Spoiler, wenn ich sage, ja, die küssen sich. Und danach war eben die Aufregung groß, weil das sind ja 30 Jahre Unterschied. Und dann gab es die Frage, ob Jenna Ortega diese Szene überhaupt freiwillig gedreht hat, ob sie diesen alten Mann da überhaupt küssen wollte. Und da nehme ich jetzt einfach mal direkt den Wind aus den Segeln. Es gab die Koordinatoren des Films. Das wurde natürlich unter Aufsicht gedreht und es stand alles genau so im Drehbuch. Und Jenna selbst war auch in der Planung dieser Szenen involviert. Ich möchte, dass Sie eine Kurzgeschichte schreiben, im Stil Ihres Lieblingsautoren. Sie bieten mir eine Sonderbehandlung an, Mr. Miller? Ja, Also ich will die Diskussion überhaupt nicht wegreden, weil die ist immer wichtig, da muss immer drauf geachtet werden. Aber
Ich wollte diesen Ausflug jetzt einmal kurz machen, um diese gezielten Schlagzeilen, die eben für mich so ein bisschen konstruiert sind, einmal für den Film so ein bisschen wegzuräumen. Denn aus meiner Position fand ich beim Gucken des Films wirklich erstmal alles fein, weil es sich eben wirklich in diese Story eingelassen hat. Das ist eben die Geschichte. Es geht mir nur um den Rahmen, ne? Und da geht es eben um die Gefühle zwischen zwei Menschen, die generell erstmal so, naja, tabuisiert werden, weil eben da so dieser große Altersunterschied ist. Und damit spielt Miller's Girl dann eben auch. Denn es wird zu einem erotisch aufgeladenen Machtspielchen mit dem Vorteil für die junge Cairo. Im wahrsten Sinne nimmt sie nämlich das Heft in die Hand und schreibt ihre Geschichte. Sie ist Johns Sprungbrett in die Transzendenz. Ist sie hübsch? Sie ist talentiert. Verdammt, noch schlimmer. Worüber schreibst du? Ich bin uninspiriert. Ich habe noch nichts verbracht. Bring ihn dazu, dich zu lieben. Und auch das ist eigentlich ein guter Kniff und ein guter Strang in der Story. Ab da passiert aber atmosphärisch was. Es wird wahnsinnig giftig, es wird immer giftiger, es wird immer mehr Intrige. Ich kann den Figuren irgendwann nicht mehr so richtig folgen und es wird ein bisschen absurder. Es wird wie so eine Fanfiction-Geschichte, die sich so 2-3 Runden zu weit gedreht hat, wo die Fantasie so ein bisschen durchdreht. Es verschieben sich dann eben auch die Motive der Figuren für mich und da verliert mich der Film so ein bisschen. Nie komplett, weil ich das Treiben immer noch in diesem Setting gut finde, weil es immer noch funktioniert und es werden viele, viele Boxen angetickt, die so gesellschaftliche Themen öffnen. Dafür ist es mir aber zwischendurch einfach zu ungezielt, zu pauschal, auch zu einseitig und ein bisschen zu einfach gestrickt. Warum haben Sie das geschrieben? Das ist unangemessen. Ich sollte über das schreiben, was ich kenne. Schreiben Sie das neu, sonst fallen Sie durch. Wir werden ja sehen. So, das ist, finde ich, zumindest kein MeToo-Film, aber es ist ein Film, der auf dem Bewusstsein von MeToo fußt. Es hat also eine andere Ebene, auf der da Tabus gekitzelt werden, wieder mit Macht gespielt wird, mit der Rollenverteilung und hier auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes einer anderen Art, wie die Rollen verteilt werden. Ein Skandalfilm ist das deshalb für mich aber noch lange nicht. Es war für mich anfangs ein wirklich spannender Film, der sehr direkt und ohne Umschweife atmosphärisch klar macht, wo diese Reise hier hingehen soll. Wirklich vielschichtiger in seiner Message ist er dann für mich aber nicht. Und für mich geht diese Intrige dann einfach ein bisschen auf eine zu plumpe Reise. Es ist, als hätte er bisher in einer grauen Welt gelebt und du bist das Erste, das er in Farbe sieht. Und da war ich eben wirklich froh, dass mit Jenna Ortega und Martin Freeman das ganze Ding sehr gut besetzt ist. Ich mag die Chemie der beiden sehr. Ich finde die Figur des Lehrers eher bis zum Schluss glaubhafter und nachvollziehbarer. Das ist aber jetzt keine Kritik an Jenna Ortega, wie sie spielt, denn ihr gehören die größten, besten und stärksten Szenen in diesem Film. Sie ist die schauspielerische Wucht, die mir dann so ein bisschen in der Story gefehlt hat. Du bist der Erwachsene hier. Übernimm Verantwortung. Du bist meine Schülerin und ich dein Lehrer. Das ist alles. Wie immer machen wir hier mal einen Strich drunter. Kurzum, irgendwas hat der Film. Aber ich stand da am Ende mit so ein paar Leuten vorm Kino. Und so insgesamt war unser Gefühl, irgendwas ist da. Sowohl negativ als auch positiv. Und auch jetzt sitze ich hier noch und denke mir, was lässt mich diesen Film nicht komplett mögen. Aber am Ende hat es, glaube ich, viel wirklich mit der Glaubwürdigkeit der Figurenentwicklung zu tun, dass ich dann da irgendwo ausgestiegen bin. Aber das ist ja hier auch jetzt kein Ort der absoluten Antworten. Die kann ich euch auch gar nicht geben. Vielleicht lest ihr ja auch was ganz anderes aus diesem Film oder mögt ihn komplett oder findet ihn komplett scheiße. Was ich möchte, was ihr aus diesem Video mit rausnehmt, wenn euch der Trailer irgendwie angefixt hat, dann geht auf jeden Fall da rein und lasst euch einfach mal auf diese Reise ein. Es lohnt sich für das generelle Thema, es lohnt sich, finde ich, für Jenna Ortega und Martin Freeman und es lohnt sich vielleicht auch für die ein oder andere Diskussion danach. Und das, finde ich, ist ja dann auch immer noch mal ganz schön, wenn man aus dem Kino kommt und dann doch noch mal über einen Film sprechen kann. Wenn sie überzeugen kann, dass zwischen uns was lief, könnte ich meinen Job verlieren. Du kannst noch viel mehr verlieren. Also Miller's Girl ab dem 14. März, boah, es ist schon März, bei uns in den Kinos. Ich habe alles dazu gesagt, was ich irgendwie versucht habe zu verbalisieren. Mehr ist aus mir nun wirklich nicht rauszuholen. Ich danke euch fürs Zusehen, macht es gut, bleibt gesund, tschö und peace.